Hallihallo zu einem neuen Video. Ja, was bisher passiert ist, das seht ihr jetzt. Erst heute Mittwoch 18:30 Uhr knapp und ihr habt irgendwie hier Schlieren drauf. Ich habe hier noch mal gemulcht, wie man sehen kann, den großen Rasenmäher. Ich habe auf der Wiese noch mal gemulcht gehabt, so ein bisschen was. Das habe ich jetzt nicht gezeigt. Also ein paar Szenen habe ich ja euch reingemacht, aber ich war auch noch drüben, wo wir das Heu gemacht haben. Ja, hier habe ich heute gemulcht, so einmal, weil hier, ne, hier ist der Beweis. Triggerspur. Und ja. Jetzt habe ich eben nochmal den Pferden. Die bleiben heute die erste Nacht draußen mit den Fohlen. Nicht, dass das so unüblich ist, ne, dass Pferde draußen bleiben über Nacht, aber halt mit Fohlen, ne. Wir haben es heute immer noch, was weiß ich, knapp 30 Grad oder über 30 Grad oder irgendwie so. Morgen soll es noch wärmer werden. Super. Und ja. Genau, soweit dazu. Ich möchte dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt heißt. Das ist auf jeden Fall so ein komisches Kraut, was giftig ist. Nicht nur im grünen Zustand, sondern auch im vertrockneten Zustand, dann im Heu. Das haben wir jetzt ausgestochen und oder meine Mutter und mein Bruder und irgendwann hat das in eine Biotonne. Eigentlich wird empfohlen, das irgendwie zu verbrennen, aber wir stecken das jetzt erstmal in eine Biotonne, weil dann ist es zumindest auch weg. Genau. Und das zeige ich euch, glaube ich, jetzt nicht so, weil das ist, glaube ich, nicht so interessant, wie ich das in eine Biotonne stecke. Und dann müssen wir mal gucken, was diese Woche noch so passiert und also bleibt dran.
nehme euch mal eben mit zum Wassermacher. So, wir haben jetzt, oder, ich glaube meine Schwester, ich weiß gar nicht wer, der hat einen Schlauch hier nach hinten verlegt. Ja, weiß gar nicht wie lang oder bis wohin der reicht. Schiebt ihn mal hier so zwischendurch, da so zwischendurch. So, dann gehen wir jetzt hier durch. Gucken, ob kein Fäden mehr ist. Ist nicht. Super, da wieder rein. So. Ist ganz schön warm, ey. So, und hier ist noch kein Wäsche. Also, wir kippen doch mal eben aus hier, ne? So. Aber hier bei uns ist es auch trocken. Ne, hier auch wieder Stroh auf Halm. Ne? Aber naja, besser als nichts. Die Wiese habe ich auch gemulcht. Da habt ihr diese paar, ich weiß gar nicht, wie ich das schneide, aber da habt ihr das auch schon gesehen, wie ich gemulcht habe. Oder da, wo ich gemulcht habe. Da habe ich ja aber nur so ein Fahrvideo von gemacht oder Mulchvideo von gemacht. Wir haben auch zwei Wassertonnen hier, damit die sich immer noch auseinander aus dem Weg gehen können. Hier die Stellen, ne, wo das halt nicht so hoch ist, da haben wir das ja das Gras gemäht für die Stuten, wo die Fohlen noch kleiner waren oder jünger waren. Hier sind sie aber auch hier. Ne. Das lasse ich aber so. Fische ich jetzt nur mal ein bisschen das Gras raus. Ich weiß gar nicht, wann das gemacht worden ist, das Wasser. Keine Infos dazu gekriegt. Da kommt das Horti. Da hinten ist Bria und Alpina. Alpina. Hier ist... Oh. Teffer. Oh. Ich habe eine nasse Hand. Der hat sich von meiner nassen Hand erschreckt. Oh. Jetzt habe ich nasse Finger und jetzt kommen die ganzen... Binsen, wollte ich schon sagen, Bremsen. Hier wurde da wurde die rausgestochen. Das, was ich eben in die Tonne getan habe, war jetzt glaube ich nicht so optimal. Die wollten die ja ein bisschen austrocknen lassen. Aber die hatten noch so viel Energie und dann hat es nur noch geregnet und eigentlich haben sie ja schon wieder, ich sag mal so, ihre Samen doch noch gebildet. Naja, zumindest haben wir das jetzt auf einen Fleck. Mal sehen, vielleicht gehen sie doch noch tot. Wer weiß das? Weiß keiner so ganz genau. So, tüpfe hier raus. Die sollen wir eigentlich sauber machen, hat meine Schwester gesagt. Sonst halte ich da gleich nochmal in den Wasserschlauch rein. Da ist der Sorti. Der Freche. Ja, darfst du immer noch nicht mit Bria spielen? Hm? Ja. Hm. Ja, Pferdchen. Vielleicht sind andere neidisch dazu, aber ich kann nur sagen, es ist auch ziemlich anstrengend. Wie man sieht, heute ist auch noch ziemlich warm, deshalb haben wir die auch draußen gelassen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so sehen könnt. Oh, warte. 18.46 Uhr. Das ist dann immer noch sehr warm. Morgen haben sie sogar noch wärmer angesagt. Heute sollte, oder war es 30 Grad, kann ich auch schon bestätigen, hat mein Auto auch angezeigt. Und morgen soll es zu 34, 36 Grad warm werden. Sehr schön. Sehr schön. Also nicht schön. Schön ist es, wenn es warm ist, ja, aber 30, 35 Grad brauchen wir wohl doch nicht. Da kommt das Horti wieder an. Na du? Nee, nicht knabbern hier. Was ist los? Ich weiß gar nicht, kann man das auf der Kamera sehen? Der kriegt ja, also der verliert jetzt sein Babyfell, ne? Hier, deshalb sieht er so fleckig aus im Gesicht. Na? Das, dieses hier, dieses Teddyfell, das verliert er jetzt. Und jetzt kriegt er hier seine richtige, schöne Farbe. Oder seine
richtige Farbe, sagen wir mal so. Für die, die es vielleicht sich nicht so auskennen damit. Nee, 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 ich will nicht mit dir spielen. Du. Und er hat sich da geknabbert. Bisschen sehr. So. Wie voll ist die? Die Hütte wollte ich schon sagen. Die Tonne. Ja. Da haben wir noch mal ein bisschen volllaufen. Ja, hier ist demnächst auch nicht mehr so viel los. Auf dem Acker wollte ich schon sagen. Auf der Wiese hier. Nee, lass das! Ah, ich geh jetzt hier auch raus. Lass das! Soll ich das Rad wegnehmen? Meinst du, es ist voll genug jetzt? Ja? Soll ich das rausnehmen? Dann. Sollte auch reichen. Fürs Erste. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon wieder hier laber. Keine Ahnung. Aber ich habe mir gedacht, kann man machen. Ne? Nehme ich euch einfach mal mit so. So. Könnt ihr hier nochmal, ne? Haben sie aber schön leer gemacht. So. Schlauch hier raus. Das war wie gut das sauber geht hier. Ich spüle das jetzt einfach mal so aus hier. Da auch. Zumindest der gröbste Dreck weg. So. Gut. Kann sich zumindest unsere Schwester nicht wieder beklagen. Könnt ihr das nicht mal sauber machen? Habe ich die erledigt. Zumindest habe ich es ein bisschen sauber gemacht. Da kann man auch mit der Hand rangehen. Kann man. Aber. Habe ich jetzt auch gemacht fürs Video. So. Videobeweis. Einmal von unten sauber machen nochmal so. Ich weiß nicht. Andere, die fahren ja immer voll auf Wasser ab. Naja, ich nicht so. So, das war eine Nachricht von meinem Bruder, wegen Essen wahrscheinlich oder so, oder dass er jetzt losfährt. So, und meine kurze Hose rutscht. Ich habe heute meine kurze Hose an. Ansonsten bin ich halt so ein bisschen, weiß nicht, ich mag das lieber, wenn man mit Materialien arbeitet. Wie gesagt, auch auf der Arbeit mit Holz und so ist ja natürlich schön, wenn da Luft an die Beine kommt. Aber ich weiß nicht, ich mag das nicht. Ich bin nicht so viel draußen, so wenn man jetzt nicht großartig arbeitet. Ja, gut. Aber das haben die auch stramm hier gemacht, ey. Ja, bin ich nicht so der Freund davon, dass, also mit einer kurzen Hose, ich weiß es nicht. So, und damit würde ich sagen, ziehe ich meine Hose nochmal hoch, seht ihr gerade im Video ja nicht. Sehen wir mal, was ist noch so in dieser Woche passiert. Heute haben wir es, Samstag, den 6.8. Und es ist wieder ein Paket gekommen, oder eher gesagt ein Päckchen. Und was da drin ist, zeige ich euch. So, hier ist so ein Umschlag. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt so rauskommt, wie ich mir das vorstelle. Wahrscheinlich nicht. Da kommt was raus. Tschack. Und zwar kommen hier erstmal hier Lieferschein. Dann sind hier diese Nadellager, zwei Stück. Dann gehört hier noch irgendwie was zum Nadellager, hier irgendwie eine so eine Scheibe. Dann habe ich, hier eine so eine Scheibe. Hier ist das Nadellager. AXI.
was ihr so lesen könnt, so. Und dann habe ich noch 4 irgendwelche Unterlegscheiben besorgt gehabt oder bestellt gehabt. Genau. Die kam Freitag, also gestern, oder vorgestern? Oder vorgestern, irgendwie so. Und ja, Liefertermin wäre ab 1.8. Aber jeder weiß ja, wie im Moment die Lieferschwierigkeiten sind. Und da habe ich gar nicht mit gerechnet, dass sie so schnell da sind. Und diese Dinger hier, die kosten... Ich weiß gar nicht, kann ich das hier lesen? Nee. Oh, jetzt seht ihr meine Adresse, ne? Nö. Nee, gerade nicht. Genau. Hier, 4.8. ist das Datum, wo sie das ausgedruckt haben. Oder keine Ahnung. Naja, egal. Auf jeden Fall, weiß nicht. Sonst erzählt ihr das im nächsten Video nochmal, weil, falls ihr euch, ja, das möchtet. Oder wissen möchtet. Ich glaube, 10 Euro oder sowas hat so ein Ding gekostet jetzt. Naja. So ist es halt, ne? Genau. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, wir sind jetzt wieder draußen, wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Und ich habe einen Kommentar gekriegt. Ich habe ja diese Wiese hier gemäht. Das habt ihr ja gesehen. Und ein Kommentar hat gesagt, steht da oder ist da schon wieder eine dicke Matte drauf gewesen? Ja, natürlich da, wo viel jetzt war, ne? Ich gehe jetzt mal ein bisschen so. Ja, hier haben die Pferde wenig gefressen und so, und da steht halt ein bisschen mehr. Ich weiß es gar nicht. Könnt ihr vielleicht mir mal eine Kommentare schreiben? Ich guck das auch nochmal nach. Habe ich das vergessen? Zu mulchen? Ist mir heute Morgen, heute Morgen aufgefallen. Ja, hier ist eine dicke Matte drauf. Hier fressen die Pferde sowieso so wenig und so. Und er hat gefragt, ob ich das jetzt zusammen schwader, weil das hatte ich ja mal erzählt gehabt. Wenn das so dick ist, ob ich das mal zusammen schwader. Habe ich ihn auch geschrieben. Ehrlich gesagt habe ich da gar nicht drüber nachgedacht, das nochmal zusammen zu schwadern. Wie man jetzt vielleicht sehen kann, hier, das ist wieder relativ hoch geworden. Das ist sowieso nur hier, das ist sowieso dann nur so eine feuchte Ecke, wo wirklich auch viel drauf ist. Hier, ja, teilweise, ne? Ist auch wieder viel drauf. Aber jetzt da, wo man vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt an dem Messer liegt, wie zum Beispiel dieses hier, dass er das nicht immer alles so ganz so abmäht. Natürlich kann es sein, dass die Messer nicht mehr ganz so scharf sind. Aber ich habe eher so das Gefühl, erst recht bei diesen etwas stärkeren Strunken, Stiele, sag ich mal so, weil ich ja einen Sichelmulch habe, wie so ein Rasenmäher im Prinzip. Und wenn ich dann da so durchfahre, knicken die so ab, ne? Weil die müssen ja unten da durch. Und diese anderen, vielleicht versuche ich das mal so zu beschreiben. Ich fahre jetzt hier so, ne? Und dann gehen die Messer ja hier oben so drum drüber, ne? Das sieht man ja auch hier. Denke ich mal, ne? Das wurde hier einfach so abgeschält, sag ich mal so. Und ja, die sind halt zu stark, ne? Die knicken nicht richtig irgendwie ab, so großartig. Und dann bleibt das so, ne? Dann rotiert das Messer da so rüber. Und bei den anderen Mulchern, da gibt es eine Welle, die dreht sich so rum. Glaube ich. So rum? Ist ja egal. Sie dreht sich also auf jeden Fall, ja, nicht vertikal, sondern horizontal. Nee, das ist horizontal und das ist vertikal, ne? So dreht sie sich.
Und dadurch kann das sein, ne, wenn das so hoch ist, dass der immer hier Stück für Stück was abschlägt, ne? Ne, um so, ne, hier, dann kommt er hier hin, du fährst ihn zum nächsten, dann kommt er wieder ein bisschen höher, ne? Und deshalb habe ich mir auch öfter schon mal drüber nachgedacht, über halt über so einen anderen Mulch, dass der vielleicht das bisschen besser wegmulcht, ne? Oft bin ich auch schon, oder habe ich das schon so gemacht, dann bin ich halt nochmal andersrum gefahren, ne? Oder halt entgegengesetzt, damit sich das halt so ein bisschen wieder anders aufstellt oder so, ne? Nochmal so dazu, ich weiß, dass dieses Video wird schon wieder relativ lang, aber ich will auch nicht zu viel erzählen mehr. Hier ist ja auch wieder so ein bisschen was, ne? Aber ja, das wird sich hier vielleicht nicht ganz so lohnen. Ich weiß es auch nicht. Weil wenn man sieht, da ist was, hier ist ein bisschen was, da hinten ist wieder gar nichts. Ja, ich würde sagen, dass ich hier sowieso nochmal so einfach langschleppe. Das ist jetzt knapp eine Woche her, glaube ich. Durchschleppen natürlich auch wegen den Pferdeäppeln, ne, dass die hier ein bisschen wieder zerkleinert werden, ne. Die werden dann halt ein bisschen zerkleinert. Das ist eigentlich auch wieder ein bisschen zu spät, weil wir ein bisschen wir hatten Regen und Sonne und dadurch sprießt das wieder alles zu sehr. Das hier, ja, ein paar Stäbe oder viele sind noch ziemlich fest. Welche sind auch schon ein bisschen wieder abgeknickt. Ich weiß nicht, hier hat also eins kaputt gemacht. Ich bin jetzt mal am Überlegen, oder eher daran, ja, ich spiele mit dem Gedanken, das einfach abzubauen. Gut, meine Mama hat gesagt, ja, dann kann das aber sein, dass wir da rangehen. Na, da beigehen. Ja, kann sein, ja, nein. Ich werde das jetzt sofort noch nicht machen, ne? Vielleicht werde ich das auch erstmal so wieder ein bisschen richten. Wenn die Pferde hier kurzzeitig wieder reinkommen, aus welchen Gründen auch immer. Aber ihr könnt mal in den Kommentare schreiben, was ihr machen würdet. Sagen so, weil so ist es auch nicht mal gut, ne? Man müsste das alles wieder neu aufrichten, sagen wir mal so. Oder sagt ihr, ja, wenn du mal eins, dann mach das weg. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Wäre schon doof, wenn das dann jetzt angefressen wurde, ne? Aber ab wann fressen die es und ab wann nicht? Drüben an der Wiese haben wir sowas soll auch, so eine Weide. Und da sind sie nicht beigegangen, soweit ich gesehen habe. Aber das ist halt jung, ne? Jungtriebe und so. Das mögen die wohl eher, ne? Aber ich bin glaube ich wieder davon weggekommen, wegen diesem, ja. Oder hab's euch glaube ich noch nicht richtig jetzt gesagt, was ich jetzt hier vorhab. Ja, das Schwanen ist richtig, hatte ich drüber nachgedacht. Aber eigentlich ist das hier so wenig drauf. Weil hier zum Beispiel ist gar nichts. Und wenn man das dann so mulcht, also mulcht, nicht so schleppt, dass man das aus den Ecken rausholt, ne? Von da hinten, oder halt von da, sagen wir mal so, ne? Von da alles hier reinzieht, weil auch das Kleingehäckselte, das zergeht und so, und das sind dann wieder Nährstoffe für den Boden. Genau. Und auf den Videos, glaube ich, sah das auch viel mehr aus, als es wirklich ist. Oder war. Da, ja, sieht es genauso aus. Aber das ist auch nur da, wo halt so viel, ja, wo die Hullen halt waren, ne? Genau. Soweit hierzu. Also, danke für den Hinweis. Auf jeden Fall danke für den Kommentar und wie nennt man das? Hinweis für die Nachfrage? Also ich habe da gar nicht mehr drüber nachgedacht, über das Schwadern, sagen wir mal so.
Und ja, ob das jetzt notwendig ist oder das war ja auch nur so mal so ein Gedankengang, ne? Weil wenn das so dicht liegt, ja, ich weiß es noch nicht. Eigentlich ist das auch wieder viel zu viel Aufwand, ne? Dafür. Ne? Erst den Schwader daran machen, ne? Und dann weiß man nicht, wie viel das ist und ja. Ich weiß es noch nicht. Also ich würde sagen, das noch nicht. Wenn ich wieder rüberfahre auf die anderen Wiesen, wenn da wirklich so viel ist, würde ich da schon mal eher drüber nachdenken als hier, würde ich sagen. Genau. Soweit hierzu. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch mal wieder vielleicht einen Daumen da und auch ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.